Hallöchen, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Wir spielen Mega Man X3. Ich freue mich tierisch drauf, muss ich sagen. Das ist der einzige Teil für Super Nintendo, den ich bisher noch gar nicht gezockt habe. 1 und 2 habe ich ja schon, ja, den Intro wollen wir nicht nochmal sehen. Schon mal gezockt, aber 3 ist mir wirklich völlig unbekannt. Das einzige, was ich aus 3 kenne, ist das Startlevel und das nicht mal komplett. Also, freuen wir uns auf ein tolles Let's Play. Ich habe gehört, es soll der schwerste, aber auch zugleich der beste Teil für das Super Nintendo sein und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ich muss sagen, ja, das Anfangsvideo sieht schon geil aus und ja. Zero ist mit dabei. Das freut mich sehr. Den können wir dieses Mal nämlich auch zocken. Und es ist wieder in Deutsch. Ich regle das hier. Kümmere du dich um die Zentrale. Viel Glück, X. Dann legen wir auch sogleich mal los. Ready, go! Dann schauen wir mal. Ja, wir sind hier, glaube ich, in irgendeiner Fabrik. Glaube ich zumindest. Ich kenne die Geschichte jetzt nicht so wirklich. Aber die ist ja eh in Mega Man immer relativ, finde ich. Wir haben wieder zu Beginn den Power Slide. Das gefällt mir sehr gut. Weil in X2 ja zu Beginn auch schon so. Und wir treffen den ersten Boss. Mac, wo warst du? Ja. Nicht sehr gesprächig. Kürte erstmal knallhart ab. Hallo X. Ich bin nun ein von Dopplers Armee. Aha. Scheint ein neuer Erzfeind zu sein. Schließ dich mir an, X. Zusammen sind wir unschlagbar. Ich werde dir unsere Bestimmung offenbaren, X. Okay. Und weg. Gut. Jetzt wird's geil. Da kann ich mich noch dran erinnern. Jetzt spielen wir nämlich Zero. Das ist endgeil. Das geilste ist, man kann. Wenn ich jetzt mal durch bin, ich glaube, kann sein Power Shot dreimal aufladen. Wie gesagt, ich kenne nur den Anfang Stage, die ist aber auch nicht ganz. Bis zu dem Boss, den wir gleich treffen. Weiter nicht. Ich habe es damals mit Tastatur gespielt und da war ich nicht sehr erfolgreich. So, da ist er schon. Er nun wieder. Ich würde sagen, wir machen uns kurz und knapp alle. Hoffen wir mal kein Problem sein. Ja, das war's. Jetzt können wir ihn hier befreien. Oder nicht? Nicht? Doch, ja. Genau. So, und von hier an alles bestens. Ich checke die Zentrale noch. Bis dann nix. Von hier an ist es nun komplett blind. Ich bin gespannt. Geht wieder nach oben und direkt die nächste Boss-Tür. Und da scheint tatsächlich ein Endgegner zu sein. Euer Sound hat was, muss man schon sagen. Fällt mir. Und was haben wir? Wieder so ein Dicker. Ja, okay, der dürfte nicht so schwer werden. Ich sehe da schon, wir zählen wieder ordentlich was ab. Das ist ja aber irgendwie anscheinend immer so zu Beginn. Ja, schon in X2 nicht anders. Ja, perfekt. Um einen Treffer zu kassieren. Ja, bin ich mal ein Start nach Mars. Ja, und da fällt er in sich zusammen. Ach, und da ist unser Zero wieder. Scheint, als hätten wir die meisten Gegner in. Wow, großes Textfeld. Super. Die Flucht geschlagen. Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst. Wir sehen uns, X. Und
Das. Ja, unser Passwort. Tret uns herzlich wenig. Und. Aha! Da haben wir schon. Unsere Bosse. Okay, haben wir nix. Also, was haben wir denn? Da würde ich tippen auf eine Biene rein optisch. Was haben wir hier? Oh, weia. Kenne ich ja gar nicht. Ein Yeti oder so, würde ich vermuten. Sieht aus wie so ein Käfer. Puh. Schlange oder so, würde ich vermuten. Das sieht aus wie ein Tiger. Das ist bestimmt ein Nashorn. Fuchs, würde ich vermuten. Halt keine Ahnung. Elektroqualle oder so. Also ich würde mal sagen, dein X1 ja das einfachste Level, das Eislevel war, fangen wir hier auch mal mit dem Eislevel an. Und schauen mal, was uns erwartet. Oh, ein D. Nicht mehr Siegler oder? Oh. Blizzard Buffalo. Oh wei, wei. Ja, nett. Oh, der tut er nicht. Nur Eisstadt, na, sieht ja schon mal ganz schick aus. Und, oh Gott, direkt gestachelt. Und es ist rutschig. Oh nee. Boah, Gottes Willen. Oh, feier. Oh, jetzt wieder. Ja, boah. Das Rutschige ist, ja, nicht ganz ungefährlich. Und, oh, was haben wir hier? Ja. Ja. Hallo? Und nun? Man denn irgendwas machen? Dann halt nicht. Oh Gott! Ja, hier ist irgendwas, hier kommen wir aber nicht durch. Das gefällt mir. Oh nein! Oh, oh Gott! Ey, das ist ja echt unschön. Ja. Also bisher, ja, ich bin gleich schon tot, sehe ich gerade. Vom Schwierigkeitsgrad her ist das nicht unbedingt einfacher. Stürme. Mal oben lang. Na komm. Ja, kaputt. Weiter geht's. Nein, da oben. Da komme ich dran, da komme ich dran. Ja. Energie. Jetzt bin ich direkt im ersten Level verrecken. Das wäre echt unschön. Oh Gott. Noch mehr Energie. Ja, perfekt. Nein, oh Gott. Und ist das schon der Boss? Dürft aber. Nee, Mittelboss. Oder nicht? Nein. Warum? Nichts. Wie doof ist das denn? Die Töne gehen so komisch auf. Irgendwie so. Als ob das irgendwie ein Fehler wäre. Und oh Gott, ich sehe schon wieder. Oi. Oh nein, Stacheln. Also, mittlerweile geht's wieder. Aha, ich bin ja nicht doof. Aha. Nichts. Toll. Super. Ich dachte, ich finde direkt beim im ersten Anlauf ein Secret. Nein, es ist nichts. Nervig. Boah, ja, der war gemein. Ja, wirklich gemein. Weiter, hier hoch. Aber Level gefällt mir, muss ich sagen. Ist, ja, genau. Erstmal schön daneben springen und. Aha! Ein Energietank oder Subtank. Ja, der war schlecht. Frage ist, wie kommen wir da dran? Ne? Oi. Und was ist das? Oh Gott! Oh, wie gemein, ey. Ey, ohne Witz. Schieße ich denn jetzt? Ich hab das Gefühl, da kommt gleich wieder irgendwas. Nein! Oh Gott! Da oben war was, ich hab das doch schon gesehen. Ich bin tot gleich. Schaffe ich gar nicht mehr, oder? Ne, wie soll ich das schaffen? Boah. Da ist doch was! Da will ich dran. Nein! Nein!
Energie! Nein! Oh, was mache ich denn? Ich will auch nein! Das gibt's doch nicht! Ich will da. Warum komme ich da nicht mal hoch oder was? Och, das ist doch. Sag mal, wie doof stelle ich den gern? Jetzt. Gott, ist das scheiße mit der Energie. Aber ich will dieses Secret, was ich da gesehen habe. Das kriege ich auch. Hopp! Jawohl! Sehr schön. Och, nee. Wie geil ist das denn? Direkt eine Kapsel. Wen haben wir denn? Dr. Light. Oh, was für eine doofe Musik. Die Kapsel jetzt. Nimm dieses Abwürgen. Deine Mobilität in der Luft zu erhöhen. Du kannst nun in der Luft nach oben, unten oder rechts fliegen. Aha. Ja, ich würde sagen, da kann ich wieder den Subtank für holen. Ach, schön. Schieben wir einen Schoner. Ach, super gut. Ach, und sogar nach oben. Ach, egal. Und nach unten? Ne, unten geht doch gar nicht. Ah. Oh, ja. Es musste passieren. Verdammt. Aber dann denk... Ich kann nicht für den Subtank holen. Ich hoffe, ich muss das Upgrade... Ne, das muss ich nicht nochmal holen. Das ist gut. Direkt runter hier. Den Weg kennen wir schon. Boah, ich renn beinahe in das Viech rein. Ich will auch keinen Fehler mehr erlauben. Den Boss haben wir auch noch vor uns. Da unten war ja nix. Ja, muss mal wieder aufgepasst. Ja, das X2-Projekt, was ich ja eigentlich am Laufen habe, das ist ja jetzt erstmal pausiert. Ich habe da nämlich übelst den Sound verkackt, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt. Und das Doofe ist, ich habe es komplett aufgenommen und gerendert. Also es ist quasi fertig mit dem Scheiß. Und guck ich noch rüber. So nicht, oder so. Vielleicht so. Und deswegen ist das Projekt erstmal pausiert und ich muss überlegen, was ich am besten mache. Ob ich vielleicht... Ja, da habe ich ihn, sehr schön. Das Game einfach nochmal neu aufnehme, weil ich würde es schon gerne weiter zocken. Aber so kurzfristig ist mir jetzt nichts eingefallen. Stirb. Kaputt. So. Boah, ja, er ist schon er nun wieder hier. Ja, und nochmal, komm. Und du kommst gleich direkt tot beim Endgegner. Ja, komm. Mein Gott. Das Vieh, ey. Der ist noch gar nicht der Endgegner. Doch, ist er! Oh, wei, oh, wei. Hey, es geht schon wieder normal zu. Also irgendwie stimmt da was nicht. So. Oh Gott, weitläufig. Oh, wei, ja. Und weg. Weg, weg, weg. Oh Gott! Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Boah, nein, Alter. Geht ja mal gar nicht. Boah. Obwohl. Das geht. Was tust du? Ui, 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 ui. Ein Strahl. Nein. Ui, 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 ui. Gott! Ja, gewonnen! Aber eigentlich einfach. Also fürs erste Mal muss man, kann man doch eigentlich nicht mehr machen, oder? Einmal getroffen. Ja. Ja, auf der Mars würde ich sagen. Okay, das hört sich doof an. Und wir bekommen bestimmt wieder unsere Waffe. Ja. Was bekommen wir denn? Waffe. Eissplitter oder sowas. Ne, Frostschild. Schild? Ja, wo ist das? Ein Schild, bitte. Aber das war ja schon sehr erfolgreich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part von Mega Man X wieder dabei.